4 Jahre, 7 Monate und 10 Tage. So lange durfte sich der Master Chief im Kryoschlaf ausruhen. In Halo 4 wird er auf einem verlassenen Raumschiff von seiner bildhübschen KI-Begleiterin Cortana geweckt. Die menschliche Zivilisation ist wieder in Gefahr und auch Cortana selbst, deren Schaltkreise altersbedingt degenerieren. In der linearen Hauptkampagne mit 8 Kapiteln geht es erneut darum, gegen unzählige Aliens zu kämpfen. Die Gegner aus den Reihen der Covenant kennen Halo-Fans bereits, neu dazu kommen die rätselhaften Prometheaner. In Begleitung ihrer Reparaturdrohne, die mit Energiestrahlen sogar Granaten zurückschleudern, stellen sie für erfahrene Halo-Spieler eine neue Herausforderung dar. Auf Schwierigkeitsstufe Legendär stecken ohnehin alle Gegner mehr ein als in den Vorgängern, lassen sich dafür aber aus der Ferne einfacher aufs Korn nehmen. Wie in früheren Halo-Spielen ist Munition knapp, weshalb es nötig ist, immer wieder andere Kampfgeräte vom Schlachtfeld aufzunehmen. Die Auswahl ist groß, die Energiekanonen der Prometheaner stellen allerdings nur optisch überarbeitete Varianten der bekannten Waffen aus den Vorgängern dar. Maximal kann der Spartan 2 Schießprügel gleichzeitig mit sich tragen. Der Master Chief kämpft sowohl in riesigen Raumschiffen und Stationen als auch auf der Oberfläche des Planeten Requiem. Dessen Kulissen umfassen weitläufige Wiesenlandschaften, Dschungel und auch Gebirgspfade mit Lavaflüssen. In regelmäßigen Abständen ist der Spieler hier in Fahrzeugen wie Ghosts, Banshees und Warthogs unterwegs. Die Außengebiete sind zwar sehr viel kleiner als in Halo 3 oder auch Reach, dafür aber abwechslungsreicher und hübscher gestaltet. Halo 4 glänzt besonders mit kräftigen Farben und schicken Lensflare-Effekten. Die Animationen haben das gewohnte Halo-Flair, etwa wenn Gegner übertrieben dramatisch das Zeitliche segnen. Auf einer zweiten DVD befindet sich nicht nur der umfangreiche Mehrspielermodus, sondern auch der Beginn einer zweiten episodisch angelegten DLC-Kampagne. Diese Inhalte müssen vor dem ersten Gebrauch auf der Festplatte installiert werden. Mit seinem nach wie vor dynamischen Gameplay und unzähligen Spielmodi lohnt sich Halo 4 selbst für Fans, die ausschließlich online spielen möchten. Das Replay-Kino zur Match-Analyse und den Level-Editor Forge hat es in den vorherigen Halos schon gegeben, die meisten anderen Ego-Shooter haben solche Funktionen auf der Xbox aber überhaupt nicht zu bieten. Fazit: Der Master Chief ist wieder in Bestform, ohne dass Halo 4 auf bewährte Zutaten verzichtet. Regelmäßig nötiges Waffenwechseln, die abwechslungsreichen Gefechte und die gelungene künstliche Intelligenz bleiben große Stärken der Serie. Trotz der 4 im Titel wirkt das neue Halo frisch und unverbraucht, was in erster Linie der erstklassigen Inszenierung und der tollen Grafik zu verdanken ist. Das erste vollwertige Halo vom neuen Entwickler 343 Industries ist der bisherige Höhepunkt der Serie. Wir müssen los!